können wir uns ja ankleiden. Jetzt können wir hier die Skins auswählen. Sehr schön. Ich will wieder weiter Super Mario spielen. Sehr schön. Okay, wir müssen uns selbst erledigen. Wo ist irgendwie... Tja. Weise erledige dich selbst. Das ist jetzt hier das hier hin, weise erledige dich selbst. Am selben Tag. Okay, ja, okay, das ist das jetzt hier. Dem Ending. Wie können wir uns denn selbst erstechen? Was? Wait, what? Da hab ich gerade, ich meine da was gesehen zu haben. Schwert. Hariki. What the fuck? Super Mario war ahnungslos, er wollte nur ein neues Ende. Und als er es nicht finden konnte, fühlte er sich leer im Inneren. Also beschloss er, sich mit seinem Schwert aus dem Elend zu befreien. Hariki. Ja, ich gebe es ja zu, eine Komplettlösung hätte ich da, wäre ich da nicht drauf gekommen. Es ist ja. Ach du Scheiße. Wie soll man denn darauf kommen? Super Mario sah sein ganzes Leben in Form einer Bildergalerie vorbeiziehen. Aber warte, er war nicht tot. Er sehnte sich nach mehr Abenteuern. Okay. Zwei Hinweise haben wir noch unterhalb der Stacheln. Okay. Die Stacheln, das sind die, wo schon reingefallen sind. Das ist dort unter dem... Die ganzen Minions sind. Ich hab einen Huhn. Dann können wir an den Stacheln vorbeifliegen. Vielleicht kommen wir dann unter die Stacheln oder so. Ich weiß es nicht. Warte, ich nehme eine Abkürzung, bevor ich hier unnötig mit dem Buben durch die Gegend laufe. Eine kleine Abkürzung. Können wir uns jetzt mit dem Hühnchen schießen lassen oder haben wir das nichts?
Ja, scheinbar wird das was. Okay, wir haben das Hühnchen noch mit dabei als Item. Okay, da hoch kommen wir nach wie vor nicht. Oh, vielleicht kommen wir jetzt da mit dem Hühnchen da hoch. Das wäre eine Möglichkeit. Nein, hier kommen wir jetzt nicht hoch. Und jetzt können wir aber hier ganz elegant. Oha. In Panikraum. Den Raum hatten wir noch nie. Okay. Was steht da? Ich musste diesen ganzen Selbstzerstörungsmechanismus zur Festung hinzufügen, um meinen Schurkengrad zu erreichen. Es ist nicht sehr hilfreich, einen großen Knopf zu haben, der ins Haus in die Luft jagt. Bitte komm nicht näher. Oha. Offensichtlich wusste Super Mario nicht, wie man liest. Er sah nur den großen roten Knopf und drückte drauf. Die Festung brach direkt unter ihm zusammen, schloss den Prinzessin ein, während der Dunkle Lord an einem anderen Ort war. Die letzten Worte von Super Mario waren: Es ist mein erster Tag. Ende 48. Ja, sehr schön. Der Heldenjob ist heutzutage so beliebt. Viele Streamer entscheiden sich für das Abenteuer, auch wenn ihre Anhänger ständig Witze machen und trollen. Es ist ganz einfach, bloß da zu sitzen und zu lachen, während Super Mario die ganze Arbeit erledigt. Siehste, der Erzähler sagt es. Ein großer Berg gleich nach, da weiß ich, was ich zu tun habe. Da brauche ich nicht mal eine Komplettlösung. Brauche ich nur ein Schwert. Und eine Waffe. Ein bisschen Skill. Oder gibt es eine andere Möglichkeit? Das Huhn ist wieder da. Sehr schön. Ja, genau, hier wollen wir ja hin. Hier wollen wir. Das Ende Nummer 60. 60% haben wir dann. Jetzt müssen wir nur noch ballern, oder? Okay. A little bit skill. 2, 3, 4, 5, 6. Verdammt. Verdammt. Ich bin zu schlecht für dieses Ending. Nicht unter den Dingern stehen. Schaffen wir schon, wenn wir uns nicht darunter stellen. Aufpassen. Ich habe halt nur drei Leben. Jetzt hier hat keinen Platz mehr. Lärm. Nein! Nein! Verdammt! War bestimmt schon so knapp davor. Ach komm, ja, jetzt machen wir das. Jetzt machen wir das. 60%. Das ist doch was für heute. Jetzt verbringen wir den Rest des Streams damit. Dieses Ending holen wir uns heute. Das ist unser letzter Hinweis hier. Schwert.
Irgendwann machen wir das. Irgendwann schaffen wir das. Bin auch nur das Glück. Super Mario kriegt das hin. So, Konzentration. Stell dich nicht unter die Dinger. Nein. Verdammt. Bin zu schlecht. So schwer sein, 100 Schergen zu töten. Das ist schon eine ganze Menge, aber okay. Oha. Nein! Nicht von oben erwischen lassen. Auch nicht von der Seite. Es wird mega laut, wenn wir hier reinschießen. Nein, 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 nein. Vorsichtig! Vorsichtig, Mario. Bisschen Jump and Run. Ich komme fast nicht mehr durch hier. Von einem gewischt, der von oben kommt. Ist doch nicht wahr. Kann so nicht enden. Als ob! Als ob. Wie viele Helden muss ich dann, wie viele Schergen muss ich noch töten? Das war ja schon, waren bestimmt schon 99, ich hätte noch einen getötet. Wäre es fertig gewesen. Wie Lego das mit Gimli. Bei Herr Dinge. An Helms Klammschlacht. Eins. Abhauen. Zwei, drei. Zwei waren das erst. Drei. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 20, 30, 34, 35, 40 sein. Richtig zähle. Das war knapp. Hier wird es halt schwierig, wenn man dann hier. Wenn jetzt jemand schon mal gucken muss. Wenn man die Scheißteile nicht mehr sieht. Ich komme hier nicht von oben. Na toll. Sind hier überall. Das konnte ja nichts mehr werden. Wie soll denn das was werden? Ich wünschte, ich könnte mich auf die Plattform stellen und schief schießen. Das wäre ja besser easy. 6,5 Stunden später. Trockenbund.
und ausweichen, was man kann. Noch ist locker flockig. Verdammt! Ein Augenblick unaufmerksam. Der war knapp. Nice! Super Mario hatte viele Freude daran, hunderte schwache Schergen zu töten. Es hat die Prinzessin das Königreich und alles andere vergaß. Jetzt wollte er nur noch dieses matschige Geräusch hören. Tratsch, matsch, matsch. Der letzte Mann sein, der steht. Last Man Standing. Victory Royale. 49 von 100. 4 Monate später. 18,18%. Schließlich dezimierte Super Mario die Schergenbevölkerung, dass er neue Hobbys finden musste. Wie wäre es ausnahmsweise mal die Prinzessin zu retten? Ach, das bringt ja sowieso nichts.